Ja, hallihallo, ne? Und herzlich willkommen zum heutigen Community-Stream. falls ihr euch fragt, warum ich gerade so K.O. wirke. Ich war gerade nur mit meinen Hunden draußen und ich habe mich gerade sehr beeilt, um hier noch irgendwie pünktlich zu sein zum meinem eigenen Stream. Ja. Ich habe den Dark jetzt schon drin. Ich zeige euch natürlich wie immer den Rundenplan. Pack das Bild hier oben noch hin und schreibe jetzt noch die restlichen an, die sich hierfür im Voraus gemeldet haben. So, jetzt zuallererst. Wir werden wohl offenbar gerade ein paar Runden zu zweit nur spielen, Dark. Ich hoffe, du bist ready. Du kennst es ja. 200, dann 400, dann 600. Badabadababa. Oh, du bist direkt neben mir. Hallo. Komm mal her. Nein, da, hier geblieben. Ja. Ja, perfekt. Da, Kaktus. die ersten der Runden sind Vormelder-Runden. Ich muss im Übrigen das Bild hier noch wegmachen. Da dürfen erstmal nur die mitmachen, die sich im Voraus angemeldet haben. Danach darf jeder mitmachen. Sind aber auch wirklich nur 3 Runden. Und die gehen meistens recht schnell. Da, hör auf zu flüchten. Ich tu dir doch nichts. Ich bin ganz lieb zu dir. Da schießt er einen Zippo. Ja, und verletzt sich selber. Sag, wir haben beide kaum noch Prozente. Das war nicht unbedingt die beste Idee. Aber ich weiß, was eine gute, beziehungsweise dufte Idee ist. Komm nicht zu mir zurück! Ich hab getroffen. Und ich habe gehackt. Displacement Bomb? Ach so, das ist diese Waffe, die einen an einen anderen Ort teleportiert. Das sollte bei dir ankommen, was ich schieße. Als ob du so gut getroffen hast. Ich treffe dich auch so, Dark. Ich treffe dich. Ob du das willst oder nicht. Zack. Und du triffst nicht. Ja, ich hatte mal Luck. Hätte das gedacht. Ich habe nichts Gutes. Maulwurf. Perfekt. Aua. Für Level 100 ist es ja nice. Also für den Stern. Ich hab nichts Gutes. Dark, schenk mir deine Waffen, bitte. Meine Waffen sind Müll. Das habe ich ja wunderbar gemacht. Aua. Du triffst nicht mehr. Genauso wie ich. Los, mein Jet. Schieß ihn ab. Du musst keine Trickshots machen. Wir sind noch nicht in der Trickshot-Runde. Okay, ich habe alles berechnet. Das müsste in mein Gesicht zurückfliegen. Bei meinem Glück. Ich habe die Travelers abbekommen. Das ist doch ein schlechter Witz. Komm! Ich muss auch mal treffen. Nein! Hilfe!
Um Gottes Willen! Das war meine lustige Portal. Hör auf dich zurückzubacken! Böse! Warte, 45 Grad Winkel. Und dann 45. Perfekt. Oh, ich hab den Caps an. King of the Hill! Was nutze ich überhaupt? Erstmal die Gespenster. Los! Heute ist Halloween! Alle haben getroffen! Alter, warum triffst du so perfekt? Du hast das Spiel doch studiert! Ich hab mit der Schlitzsäge vorbeigeschossen. Das habe ich prima gemacht. Habe ich innerhalb eines Streams das ganze Spiel verlernt? Aua. So, jetzt sollte ich besser treffen. Jetzt ist da nicht mehr so viel im Weg. Wenn die Bahn stimmt, die ich da gerade gesehen habe, dann sollte man Faldo jetzt eigentlich treffen. Um Gottes Willen! Muss mich doch nicht so hart wegbomben. Ich weiß, was ich zu tun habe. Und Dark weiß es auch. Ich hab meinen Napalm verballert! Dark, eine Runde Mitleid bitte! Ich hab meinen Napalm falsch berechnet. Das hast du super gemacht, Shiny. Okay, dann bugt's bei dir gerade entweder oder das Spiel denkt sich, nee, den Dark schicken wir heute nach Hause. Vielleicht lässt das Spiel dich ja noch Fortify einsetzen. Ich hab eh nie so gut getroffen. Die nehme ich mit. Ich habe die perfekte Waffe dafür. Hätte ich auch getroffen. Ich habe gerade kurz was getrunken und es nicht gesehen. Versteck dich ruhig hinter deinem Berg. Ich hab Vögel. Und die sind wütend. Nee, ich hab die Drohne mitgenommen. Jetzt habe ich gekrittet. Aua, 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 aua. Hallo. Nicht weglaufen. Nicht, dass du richtig schwach schießt. Wir sollten doch alle treffen. Ja, und sie machen keinen Schaden. Danke.
Danke für diese wertvolle Information, dass die Waffe dann keinen Schaden macht. Was hast du da geschossen? Muss ich Angst haben? Eine Zerbrecherkette. Du wolltest nur die Kiste haben, oder? Komm, was Gutes! Ja! Ja, danke, Spiel! Endlich darf ich wieder ins Spiel reinkommen! Warum? Warum hab ich so Pech? Er schießt die Reise und macht nur 40. Warum hab ich so ein Pech? Geh auf deinen Berg, Dark. Geh auf den Berg. Geh unter die Bergsteiger. Ach man, warum kannst du dich da noch bewegen? Ich wäre wahrscheinlich nicht runtergekommen. Obwohl ich Fahrradfolge geskillt habe. Das war meine gute Tarantel. Das war eine feine Tarantel. Das Gute ist, ich muss seit 3 Runden, glaube ich, ungefähr mein Rohr nicht bewegen. Um Gottes Willen! Die Ultrawaffen! Ich hab. Ey, Dark, kennst du schon die Rückkehr der Flüge 2? Aua. Meins? Nein! Dark, Gnade? Bitte keine Splitter. Aua. Meins. Versteckte Klinge. Die Waffe, die ich die ganze Zeit haben will. Zack. Okay, was schießen wir als nächstes? Ich habe gehört, jetzt kommt die Big fucking Gun. Oder wie sie auf Englisch hieß. Ich habe kaum gute Waffen. Der Gott des RNGs mag mich nicht. Ich hätte nur noch eine M4. Und selbst die kann ich jetzt nicht mehr richtig einsetzen. Oh, danke für den Crit. Vielen Dank dafür. Komm, was Gutes. Opa Langbein. Die hatte ich, glaube ich, bisher einmal. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg, wollte ich sagen. Dann halt nicht. Opa Langbein. Opa zeigt seine langen Beine. Ich habe den Satz bereut, als ich ihn ausgesprochen habe. Bevor irgendwer was sagt. Warum treffen die nicht? Komm her. Roll zu ihm. Nein! Wir haben den Japaner bei uns im Team. Das sind doch japanische Schriftzeichen, oder? Warum schickt ihr mich nach vorne? Okay, dann hasst mich halt. Ist mir doch egal. Wirklich, mir ist es vollkommen egal, wenn mich irgendein random Dude hasst. Weil es überhaupt an mich gerichtet war.
Wie könnt ihr den armen Leo direkt hinrichten? Also wirklich, der arme Leo, der hat euch doch nichts getan. Zum Glück ist der nicht in meinem Steam-Shit, der wäre schon längst vom Bot bestraft worden. Wegen Spam. Ich glaube, ich schmeiß den nach der Runde raus. Also, mir geht das halt auch auf die Nerven, wenn er jetzt einmal den Chat zuspammt. Das braucht er nicht zu beweisen. Haben es schon längst gemerkt. So, ich hoffe einmal, dass der immer reinhaut. Alter, der Typ geht mir gerade so hart auf die Nerven. Ich glaube, der geht gerade jeden in der Runde auf die Nerven. Das Doofe ist, in dem Spiel kann man halt keinen muten. Ist ja, dass die Chatnachrichten bei einem nicht mehr ankommen. So, Kamikaze, ich hoffe, das erwischt den da hinten, dass er dann von alleine lief. Zack. Ja, hier kann ich ihn nicht muten. Das ist das Problem. Und hier kann er mir halt den Chat zu spammen. Tja, ich werde wohl sterben. Aber hoffentlich nehme ich wenigstens eine mit. Weil jetzt kommt meine Gottheit. Oh no, genau, da. Oh, geht. Die treffen wunderbar, ne? Vor allem der da. Boah, ich habe noch nie so einen schnellen Godfrey gesehen, ne? Wie den da oben. Der wurde ja 10-mal geboostet. Ersten Engel, er fliegt! Könnt ihr wenigstens Trash noch auslöschen?
Das wäre nett. Was war das denn, Doc? Warum bin ich am Leben? Ich tue jetzt alles in meiner Macht Stehende, um ihn auszulöschen. Ich hoffe, ich treffe. Ja! Um Gottes Willen. Oh, guck mal, ich muss ihn nicht mehr rausschmeißen, er ist von allein gegangen. Der ist mir halt so sehr auf den Keks gegangen. Lass mich jetzt gerade leben, weil ich hier der Streamer bin oder weswegen? Okay. Also, das ist das erste Mal, dass ich in Shellshock so einen Spammer mal gesehen habe. Nein, nicht Dark. Ich hätte dir sagen können, dass ich keine guten Waffen habe. Eigentlich hätte ich ihn sogar lieben gern gemeldet für das Rumgespammen, ne? Falls man das darf. Weil das ging wirklich einfach nur auf die Nerven. Ciao, Berg. Ja, komm, nur aufs Boonie. Perfekt. Nein, das schreibe ich nicht. das stimmt halt tatsächlich, ne? Du findest aber auch nur online, die dich so zu nerven. Also dir den Chat zu spammen. Und dich dann auch noch beleidigen, wenn du sie ansprichst. Vergessen viele. Aber hättet ihr Leo nicht ein bisschen länger leben lassen können? Du wolltest unbedingt noch Spoonie tot haben, oder? Ist ein bisschen unbalanced, aber wir spielen ja für den Fun-Faktor, ne? Darum geht's hier heute. Boah, ich habe hier eine Flasche unterm Tisch, die muss mal weg. Habe ich heute mal gute Waffen? Nein, wie immer habe ich keine guten Waffen. Ich hoffe, ich schieße über euch alle drüber. Habe jetzt das unnötige Ding hier unter dem Tisch mal entfernt. Warum ist mein Handtracking-Gerät umgefallen? Warum? Warum tust du das?
es überhaupt an? Jetzt ist es an. Okay. Jetzt kann ich auch wieder richtig mitspielen. Jetzt bin ich ready. Was ist passiert? Oh, nee. Ich dachte, Dark sitzt in einem Loch. Sonst hätte ich ja jetzt was reingeworfen. Der Wind geht nach rechts. Ich hab sonst nichts Gutes. Los, Flächenangriff! Jetzt kann ich eine Splittergranate darunter werfen. Hast du ein Schild benutzt oder? Nee, ist Fortify. Aua. Aua. Ihr müsst mich doch nicht insta-killen. So gefährlich bin ich doch gar nicht. Okay, dann werfe ich wenigstens nochmal einen Splitter raus. In der Hoffnung, dass sie bei einem von euch liegen bleibt. Knapp. Ganz knapp. Ja, lass die Bubble über mir. Kann ich vielleicht ein bisschen länger leben. Ich gucke natürlich nach wie vor ab und zu mal, ob Akaya mal mittlerweile zurück ist. Aber nein. Naja, eigentlich höre ich ihn ja dann direkt in meinem Ohr. Okay. Irgendeine Waffe, die ich aufleveln will. Die hier. Ich bin so oder so tot. Weil die haben komplett freies Schussfeld auf mich. Leo, du carryst. Du machst das. Wir glauben alle ganz fest an dich. Du schaffst das Reich auf uns. Nochmal ein bisschen Mut zugesprochen. Wieso lebe ich? Ich lebe! Ich lebe! Stay alive! Stay alive! Ich lebe noch! Ich weiß nur nicht, warum. Da war null Absprache. Der eine hat mich runtergeschossen. Dadurch hat der andere nicht getroffen. Es wäre so schön gewesen, wenn Mango noch vor mir gestorben. Wenn du Glück hast, kriegst du den Tormentor, den ich dabei habe, oder die göttlichen Strahlen. Ich hab selber jetzt nochmal mit den Geistern geschossen. Komm, hol dir meine Waffen, Leo. Da wird schon irgendwas Sinnvolles drin sein. Nach links, Leo. Ja, du hast zumindest meine göttlichen Strahlen bekommen. Nutz die aber nicht für Mango. Schieß da lieber in die Wand. Die macht 20. Nein, du schießt in die Wand.
Leo wird jetzt hingerichtet. Ich sag, er schießt die Wand. Dann ist schon nochmal eine Wand dahin gepackt. Dark, willst du nicht auch mal zur Abwechslung in unser Team? Ich frag nur. Ja, wir haben es auch nicht viel schöner, ne? Also das ist aus beiden Richtungen Kacke. Ich werde so oder so rausschießen wahrscheinlich, weil ich das Portal treffe. Ja, mit der Schussbank komme ich eventuell maximal zu Kit. Oh, Breaker Mania. Auf drei Leute verteilt Breaker Mania. Pam. Ah, ich liebe es. Die Waffe will ich auch. Die ist so extrem, zumindest zur Map-Zerstörung. Ja, so kann man das natürlich ausgleichen. Macht die Mango jetzt den guten Schuss? Oder wird lieber der Novax hier den Tag retten? Ja, Bananen für alle! Der Spreckermain hier kommt zurück! Doch nicht auf den Arm, Leo! Okay, ich merke mir, ich will schwächer schießen. Ich habe nur ein Problem. Ich werde nicht treffen. Warte mal. Ich schieße mal mit 80 mit dem Rambock. Der macht doch so eine Kurve nach unten. Eventuell trifft der Mango. Nein! Der Anschlag hat nicht funktioniert. Komm, und jetzt ins schwarze Loch. Boah, braucht der lange. Aua! Aua! Kommt der nächste Bouncy, um mich zu vernichten. Ich wollte gerade schreiben, oh no, not again. So, jetzt schieße ich aber mit 60. Warte mal, ich versuche einen steileren Winkel zu finden. Sonst treffe ich die ja nie. Um ehrlich zu sein, das war nicht geplant, den Spoonie zu kritten. Man könnte es aber auch als Rache für den Bouncy ansehen. Okay. Wummel könnte ich da unten noch gut treffen. Und zwar genauso gut, wie ich es jetzt gerade getan habe. Ich habe den Wind zwar vergessen, ne? Aber ich muss ja trotzdem irgendwie die Bahn zumindest teils finden. Heute echt viele Zuschauer. Der Mond hat heute keine Lust. Da fliegt noch ein Mond. Er weiß nicht, wo er hin will. Er fliegt arg langsam. Das ist doch ein schlechter Witz. Ich mach so. Mach noch steiler im Winkel und schieß mit 100.
Ich muss über das Portal treffen, also über das schwarze Loch. Ich bezweifle, dass ich sogar so treffe. Ich hab getroffen! Hat funktioniert. Da war genau jetzt ein schwarzes Loch hier. Und hier ist auch noch ein Bouncer. Hm? Wer ist der Lazy Guy? Ciao, Spoon. Doch nicht. Och, pack doch wenigstens die Kackbubble weg. Ich hoffe einfach, dass es so abbreitet, dass es nach unten straight fliegt. Wenn es jetzt direkt in Notter, das Gesicht fliegt, dann tut's mir leid. Ich hab die ganz hinten getroffen irgendwie. Okay, ich habe zumindest für die eine Flugbahn. Ich habe halt die schlimmste Position gerade. Das Gute ist, sobald alle tot sind, kann ich Novax zumindest killen. Kann ich jetzt schon sagen. Oh nein. Aua, aua, aua. Die haben meine Bahn, oh nein. Wart mal. 3D-Bombe. Ich hoffe, die geht weit genug. Es ist den Novax erwischt. Komm, bitte. Ich hab Dark getroffen. War so nicht geplant, aber ich hab getroffen. Aua. Aua. Das wird wehtun. Okay, ich muss nur ein bisschen schwächer zählen. Okay, oder Notter macht das jetzt. Er bekam noch mehr Geld vor seinem Tod. Notter wurde dafür belohnt. Er wurde belohnt dafür, dass er Novax hingerichtet hat. Nichts gegen dich, Leo. Alles gut. Du hast wahrscheinlich auch eher auf Novax gezielt. Alles ist gut. Wir machen hier keine Vorwürfe. Du bist noch Anfänger. Oh, wie gut. Ich treffe genau da oben durch. Warte, nicht die Sonnensalbe. Wir nehmen den Blitz ja. Komm, genau auf Kit! Ja! Leo, du regelst das hier. Du wirst das hier carryen. Ich glaub an dich. Weil ich bin gleich tot.
Ich hab eh nichts Gutes mehr, ne? Also nichts, womit ich ihn davon erreichen würde. Ich lebe noch! Das wird mein letzter Schuss! Leo, du musst danach meine Waffen aufsammeln. Auch wenn sie eh nicht gut sind. Das war so, ehrlich gesagt, nicht geplant, aber es hat funktioniert. Wenn ich jetzt noch eine Runde lebe, ist es super. Aber ich habe eh nichts Gutes zum Schießen mehr. Nee, bin tot. Okay, das einzig Nützliche für dich wären die 3D-Bombe und der Schockpanzer. Ich weiß nicht, ob es sich so sehr lohnt, meine Waffen zu holen. Den Schockpanzer kannst du schießen, dann triffst du Darksafe. Der geht einmal durch. Der wandert über den Boden. Bong. Das war der Mario-Panzer. Warum hältst du noch einen Boot auf den Arm, Jungen? Neo, du warst der, der gecarried hat, deswegen bist du jetzt ein Bounty wert. Wenn du das schaffst zu überleben, kriegst du ja stattdessen das Geld. GG. Leo, die machen wir fertig. Ich habe eine Sternschuppe, das kann nur funktionieren. Die werde ich aber nicht jetzt schießen, wenn dann ein Portal über denen ist. Good luck, have fun! Wenn ich den habe, muss er geschossen werden. Du haust jetzt einfach 10 Nukes raus und dann haben wir gewonnen. Aber wo Nuke, warum kriege ich meine eigentlich nie? Ich habe die freigeschaltet. Ja! Wuhu! Mein bester Flummi! Er hat genau den Wiggler getroffen! Ich habe halt einfach wirklich random irgendwo hingeballert. Ihr müsst jetzt auch keine Rücksicht darauf nehmen, ob ihr selber geschadet werden könnt. Vom Gegner, aber ihr könnt nicht down gehen. Ich komme ein bisschen höher. Treff sonst nie im Leben. Keine Sorge, Leo, der rutscht woanders hin. Da, guck, der ist nach rechts gegangen, der Stern. Das war eine Flare. Ich hatte nicht die Absicht, dich zu treffen. Eigentlich wollte ich sogar bei denen, dass das dazwischen liegt. Ey, ihr habt da ja die Vernichtung des Jahrhunderts gegen euch. Jetzt eine Portale, ein Bounce und ein schwarzes Loch. Das Spiel meint es gut mit euch. Das Spiel meint es richtig gut mit euch. Aua. Warte, ich hole den jetzt so und so runter. Ich hätte ein bisschen tiefer ziehen sollen. Oh, Kid macht dasselbe. Bei mir hat es besser getroffen. Sag mal, warum sind denn hier auch so viele Portale heute? Aber wenn das Spiel dich schon versucht mitzuteilen, nein, du triffst heute nicht.
Den Permaroller. Ich weiß nicht, wie die Berechnung davon ist. Wie weit der rollt. So, jetzt schieße ich den Dementor. Der sollte ein bisschen Schaden machen. Am besten ist ja eigentlich wirklich dieser Flächenschaden. Und, Wigger, du bist auch im Stream-Chat. Hast hier aber nicht geschrieben, sonst hätte ich das jetzt gemerkt. Warte mal, ich kann hier mal gucken. Ich habe ja auch so ein schönes Tool, dass ich gucken kann, wer alles drin ist. Hi Niggi. Warte mal. Okay. Warum auch immer das jetzt auf meinem Handy war, obwohl der Ton aus war. Danke fürs Follow, Niggi. Ich wollte nur mal kurz gucken. Ah, okay. Ist ja wirklich da in dem Chat. Ich stehe so kacke. Um Gott, Leo, es tut mir leid. Ich hatte ihm Free Damage geschenkt. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Hol die meine Bienen. Oh, einer hat sogar Wiggle getroffen. Okay. Trotzdem dann danke fürs Follow. Ich muss mal kurz mein Audio hier überprüfen. Auf welches Audio ist das gestellt? Eigenschaften? Hm. Weil das war halt gerade nicht auf meinen Kopfhörern. Deswegen frage ich mich gerade, warum ich den Sound dort hatte, obwohl ich das da anders eingestellt habe in OBS. Und auf meinem Handy, da war generell eigentlich komplett gemutet. Oh, da streichelt den lieben Leo. Sehr nett. Wenn ich jetzt Wutanfall volle Kanne nach rechts baller, habe ich die Chance, die zu treffen, oder hasst mich Wutanfall und sagt nö? Weil ich habe nichts Gutes hier wirklich für den kleinen Moment hier gerade. Ich hätte allerhöchstens den Bauwerer. Ich probiere es einfach. Ciao. Drei haben getroffen. Hat einer ein Erdbeben und kann es einsetzen? Das wäre echt nett. Ich will aus dem Loch hier raus. Ich hab das auch, Wiggle. Das kommt gleich zu dir zurück. Oh, ein paar spawnen in dir drin. Das ist auch gemein. Leo, ich gönn dir. Nimm dir das. Okay, wenn du den Teleport nicht willst, dann nehme ich ihn. Dann nehme ich jetzt die Superdorn. Bitte nach rechts. Bitte wieder ins Loch rein. Hier oben schon wieder, ne? Also noch steht unser Team in Führung. Jetzt kommt, ich treffe mich selbst. Das wär's gewesen. Da fliegt noch eins. Kommt das auch mal oben an?
1000 Jahre später. Das ist halt wirklich der eine Godfrey, der noch rumfliegt. Ah. Und ihr steht gerade so perfekt, ne, für eine Atombombe, aber ich hab keine. Leo, stell dich am besten in Dark rein. Dann hat Wiggy keine andere Wahl, als Dark mit abzuschießen und Minuspunkte zu machen. Hast du gerade mit der Wurst nach mir geschossen, Kit? Die sind weg. Nee, Dark hat mit der Wurst nach mir geschossen. So, ich muss jetzt leider einmal kurz mit dem Trick schießen, weil anders komme ich über das Portal nicht rüber. Bordera! Perfekt! Hey! Das wollte ich mir holen! Als ob dir das jetzt einfach 50 Punkte geschenkt hat! Immer diese Lacker. Ich habe nur noch Godrays als gute Waffe, ne? Mal so nebenbei. Ja, der arme Leo. Okay, der Wind sollte für mich arbeiten. Leo, geh ein bisschen nach rechts, sicherheitshalber. Oh, um Gottes Willen, das kommt zu mir zurück. Das Godfrey habe ich gut berechnet. Komm, bitte, mindestens einer. Der eine hat nochmal umgedreht. Der Wind war stark genug, den umzudrehen. Habe ich auch noch nicht gesehen. Mitten in der Luft. Und ist in der Luft auch noch verpufft. Das war die beste Waffe, die ich noch hatte. Jetzt kann ich nur noch mit Steinen werfen. Was ich gestern schon getan habe. Was plant Dark? Was plant der? Einen Satelliten. Ach, ist nicht schlimm. Keiner von uns ist nachtragend. Warte mal. Wenn ich den jetzt ganz schwach schieße. Ja, hat der nochmal richtig viel Schaden bei Dark gemacht. Das war das Beste, was ich schießen konnte. Jetzt muss ich auf gute Waffen hoffen. Wer führt eigentlich gerade mit der Punktetabelle? Dark und direkt dahinter bin ich und Kit. Dark, wir können drüber reden. Da spielt einer im Team. So wie ich bei Sunny immer. Man kann mitarbeiten. Jetzt muss ich eine Runde warten,
wie ich meine Waffe nutzen kann. Leo, du musst dich da gleich wegbewegen. Die stehen super. Ich weiß gar nicht, was schöner wäre. Die Reisenden auf Glück da reinschmeißen? Oder die Schreddergranate? Die Reisenden müsste ich halt genau mittig auf die werfen. Da stehst du gut, Leo. Nicht mehr lange! Ich komme leider nicht da hoch. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Plus oder Minus damit gemacht habe. Da carried halt wirklich. Ich sehe da die Liste. 200, 198, 1100. Alter, Dark, du hast mehr als ich und Leo zusammen. Nerf mal doch deine Waffe ein bisschen. Oh, danke. Leo, weg da. Jetzt gibt's die Schreddergranate. Jetzt kriegst du die zurück. Komm, die Kiste auch noch. Schade. Ich habe Plus gemacht, glaube ich. Jetzt bin ich im Sandwich. Oh, die stehen super. Die stehen richtig gut. Könnt ihr bitte so bleiben? Ihr steht einen da einfach wunderbar. Ja, Wind mit Einbrechen hat aber trotzdem nicht funktioniert. Komm, einmal gegen's Bounce. Ja, schade. Sollte ankommen. Schieß am besten auf die zwei da. Ja, ich habe das Double Damage. Oh, so viel Schaden. 258. Ich schieß den Hopser so oder so auf jeden Fall, damit er allein schon levelt. Mir fehlt dann Stufe 3 davon. Schade, dass das Doppeldamage nicht über die Runden bleibt. Ich hätte auch gern ein Doppeldamage. Warum ist das schon wieder umgefallen? So. Der doppelte Hopster. Einfach gleich schießen in der nächsten Runde am besten. Wie hat das verfehlt? Oh, es gibt keine nächste Runde, sehe ich gerade. Nicht bedingt. Ihr könnt immer noch euch selber angreifen. Wenn ihr euch mehr Minus-Damage macht, als ihr Punkte bekommt, dann könnten wir gewinnen.
GG. Ich glaube, als nächstes war Marksman, also Scharfschütze auf dem Plan. Ja, 3 Runden Scharfschütze. Oh, ich habe meine Minen verbessert. Oh, ich muss als Erster. So? Nee, warte. Und... Zuckung. In meinem eigenen Gesicht, ja! Nee, wird nicht peinlich. Landet hinterher nur auf YouTube. Die lustigsten Runden, die kommen noch. Das wird in die Hose gehen. Auch ein bisschen mehr. ja, genau, weil der letztes Mal ja so richtig geil daneben geschossen hat. So ein Nanometer hier. Manchmal kriegt man das aber auch so fies. Genau dafür hebe ich mir immer diese Streuschüsse auf. Tja, jetzt sind es nur noch 3. Ich hätte auch Opa Langbein schießen können. Ich weiß nicht, ob diese Linien noch was treffen können. Wäre am Boden halt nützlich. Nein! Da ist das super. Okay, wir machen einfach das Test of the Example. Ja, das kann es noch mitnehmen. Ein Glück. Oh, ich hatte einen Minenleger. Den habe ich gerade freigespielt. Oh, so eine starke Waffe schießt du dafür? Ah, ich bin geschützt. Nein, du es nicht, Dark. Nein, ich will nicht auf den Berg. Oh. Welche Waffe will ich loswerden? Die. Brauchte ich keine 10 Sekunden überlegen. Wenn ich kann, dann schmeiße ich die Waffe einfach weg. Ich habe noch richtig gute Waffen. Alle für den Modus sehr geeignet. Ich will nicht noch höher. Das Spiel schenkt es mir aber auch gerade. Zwischenband. Schade, nicht getroffen. Ich hätte auch die Lakaien loswerden können. Also das ist eine gute Position, ne? Ich danke dafür. Und das Spiel dankt es so. Aua! Ich hätte auch da oben stehen bleiben können. Das Spiel will dein Verderben. Du darfst nicht gerade drauf schießen. Ja, das Spiel ist manchmal echt nett, ne? Oh, so knapp. Oh. Was ist denn wieder? Palme! Hat noch getroffen. Ich schaff's noch irgendwie zu verfehlen. Keine Sorge, Leute.
Kätzchen. Ein bisschen höher ziehen. Ballern. Nice. Die sind genau drunter hergeflogen. Die Katzen sind genau drunter durchgeflogen. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, ich darf schon wieder anfangen. Schlitzsäge! Den Bonusschaden nehme ich mit. Jetzt hast du dich selber weg. Komm, Leo, der ist geschenkt. Obwohl, dieses Wort sollte ich nicht aussprechen. Irgendwie geht's dann immer in die Hose. Du kannst ja noch ein bisschen Bonusschaden machen und deine Waffen leveln, wenn du möchtest. Ich habe das verbotene Wort ausgesprochen. Das hat das Schicksal besiegelt. Aber die Waffe ist auch gut für den Modus. Okay, was will ich loswerden? Irgendwas, das richtig kacke ist. Also für den Modus. Nicht an sich. Läuft doch wieder super. Erst beim Panzerball läuft alles schief. Dann gehen die Eigentorspezialisten ans Werk. Wenn du schon so nach einer halben Stunde vor deinem Tod weißt, du bist tot. Du hast einfach Hinsen geschossen und es hat noch funktioniert. Das hätte jetzt so hart in die Hose gehen können, Dark. Sei froh, dass es genau da war. Das war mehr Glück als Verstand. Aua! 240 auch noch! Nee. Noch besser. Pom. Ich muss mal auf den Berg rechts von mir. Nein. So, der ist viel besser. Der hat auch schönere Aussichten. Der hat die Bombenladung nicht abgeworfen. Du brauchst den Bonusschaden auf mich nicht. Du brauchst ihn nicht. Die Reisenden sind auch gut für sowas. Als ob die Reisenden genau drumherum gewandert sind. Spiel! Setz das erstmal auf die andere Seite der Map. Go, Leo! Leo, ich glaube an dich! Los! Mach wir uns alle fertig!
sind alle gespannt. Was wird Windel heute schießen? Oh, da kommt doch noch. Einfach so frech und sagt dir eins, oder schau nee. Mal in den Chat. Guten Nacht. Warum kommst du jetzt einfach rein, Dave? Weil ich dir schon seit ungefähr 5 Minuten im Chat schreibe. Ich habe die gerade geraidet und es kommt keine Antwort von dir. Weil, weil ich das nur übers Handy überwache und es nicht akkurat ist. Ja gut, dann... Also danke für den Raid, ich habe es nicht mitbekommen. Bitte. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Okay. Ciao. Ich dachte halt erst, das wäre Akai, aber Dave hat mich geradet, das ist ein Kollege von mir. Wann hast du mich denn geradet? Ich schau da gerade rein, Raid. Shining. Immer dieser Shit. Schaut nie in den Shit. Aber was ist mit dem Bot los? Der reagiert einfach auf gar nichts mehr. So, ich hab den mal neu gestartet, den Bot. Wie ich halt einfach nur den Chat bemerkt habe. Es aktualisiert sich bei mir halt aber auch so gut wie gar nicht. Und ich kann halt nicht durchgehen, drauf gucken, ob jetzt irgendwer da einer schreit, obwohl da... ja, der Chat angezeigt wird in Stream. So. Ey, komm, Spiel! Jetzt hör doch mal auf! Immer S der Welt! Och, nö, nicht da, Leo. Gleich bei Übermacht, da rasierst du. Ich glaub an dich, Leo. Du wirst heute noch deine gute Runde haben. Ist das ein Jet? Ja, das ist ein Jet. Aua, das hat uns beide getroffen! Nein! Nein! Ich mach das jetzt mal kurz so, ich gehe nochmal neu rein, ne, übers Handy in den Stream. Dann sehe ich den Chat nochmal ein bisschen aktueller. Da fliegt der Stein der Hoffnung! Der wird schon irgendwo landen. Ich hab den Boomerang getroffen. Okay, das habe ich auch noch nie gesehen. Das war nicht so beabsichtigt. Ich habe eigentlich gedacht, der fliegt in mein Gesicht. Du möchtest aber auch mir unbedingt deine Windel zeigen, ne? Wenn du schon so nah rankommst. Ich werde geradet, du merkst nicht. Nein, und ich muss es auch noch riechen. Ach, come on. Das Spiel will aber auch, dass ich sterbe.
Also wirklich, ich setz mir jede Runde irgendwas vor die Nase. Und der war gut. Das war ein guter Teil, Dark zu treffen. Boah, die hole ich mir. Danke, dass du auf die Kiste aufpasst, Wickel, aber die hole ich mir. Nein, keine Sonnenblumen. Bitte nicht. Ich will verhandeln. Aua. Okay, noch ein Grund, warum ich die Kiste haben will. Feuerbomben? Ach, die dritte Stufe davon. Oh. Zack. Und ich habe noch dreimal die 3D-Bombe, mit der man gut treffen kann. Mal Wasser. Dark, das Spiel mag dich nicht. Genauso wie es mich nicht mag. Das Spiel kann manchmal aber auch fies sein. So, ich hab den Plan. Der wird so in die Hose gehen. Schade, ich wollte uns beide eingraben, damit du es schwerer hast. Wieso kommt denn der Sound nicht bei mir an, dass ich geradet werde? Dafür habe ich doch extra einen Sound. Das freue ich mich jetzt die ganze Zeit. Oh, ich habe es noch getroffen. Die ist gleich mikroskopisch klein. Am anderen Ende der Welt. Jetzt alles drumherum. Ja, sicher, Spiel! Ich schieß das und hoffe aufs Beste. Pipsa ist der Übermachttyp. Bitte verschone mich. Boah, meine Maus spackt rum. Muss mir eine neue kaufen. Das hat sie gestern nämlich schon gemacht. Komm. Um Gottes Willen! Womit will ich denn schießen? Erstmal mit einer Tarantel den Weg suchen. Eine Tastatur spackt auch rum. Was soll das? Die macht manchmal nichts. Um Gottes Willen, ich schieße viel zu kurz. Also in der Runde kann ich jetzt hier keine klare Anfrage annehmen. Gleich sind die Steckplätze auch einmal nur kaputt. Und ich steck die mal eben kurz um, die beiden Teile.
Was habe ich verpasst? Wieder zu uns wandert offenbar. Habe ich was Gutes dafür? Nö. Ach, Bomben! Oh, und das habe ich auch verpasst. Okay. Ja, das hat sich hier noch nicht aktualisiert, dass du jetzt hier in dem Clan gewandert bist. Tut mir leid, Leo! Ich versuche mein Bestes. Eine Schockwelle wäre richtig gemeint. Nee, der zieht auf Alexander. Der zieht auf Dark. Ah, okay, er nimmt das schon mit. Hier kommt meine dufte Disco-Kugel. So, ich habe den Clan-Namen im Übrigen noch mal in den Stream geschrieben. Sogar genau in die richtige Richtung geflogen. Die Reisen und die waren super. Wutanfall. Kann hoffentlich meine Mates nicht treffen. Boah, wie hart ist das denn bei mir im Verzug? Ist ja überhaupt nicht aktuell im Stream. Und das Chat-Tool ist gerade verbuggt. Echt, das ist gerade mega verbuggt bei mir in OBS. Ist bei mir gerade komplett hängen geblieben. Also, ich kann noch streamen, aber bei mir ist links und rechts alles hängen geblieben, womit ich das einstelle. Der arme Wiegel. Ich hab nichts Gutes. Also um das jetzt zu beheben, müsste ich den Stream nochmal komplett hier nochmal neu starten. Deswegen mache ich jetzt einfach hier, dass der Chat angezeigt wird, weg. Und da das mit dem Follows nicht funktioniert, mache ich das auch mal weg. Weil sonst hängt das die ganze Zeit jetzt im Bild. Müsst ihr halt bevorzugt den Ingame-Chat nutzen. Tut mir leid, aber irgendwie funktioniert die Technik hier mal wieder grandios. Warum schmiert das jetzt hier wieder die ganze Zeit rum? Hör jetzt auf.
Oh, die Runden gehen heute aber recht schnell rum, ne? Jetzt bei Übermacht erst 21:45 Uhr. Ich habe nur den Zyklon getroffen. Am besten jetzt schon mal meine Waffe wählen. Okay, ich muss ein bisschen schwächer. Jetzt wird er geblitzt. Im Übrigen, bei Discord gehe ich jetzt mal komplett raus, ne? Weil der Akaya, der kommt wahrscheinlich nicht mehr. Und bevor hier noch ein Kollege einfach reinjoint. Ich habe wunderbar getroffen. Es ist schön, dass die Maus manchmal abkackt. Ich hab nichts Gutes. Ich hab nur Müll. Ich hab nichts, was irgendwie einen Kriegswert hätte. Ich hab Schaden gemacht. Schieß jetzt nicht die albernen Bälle. Ich hab nichts Gutes zum reinschießen. Das Beste, was ich habe, ist Scherbenfeuer und Schwebeball. Mit dem Deutsch komme ich niemals nah genug ran. Das Game kickt ihn jetzt gleich eh. Aber guck mal, der Fiebster, der ist halt auch näher, Mann. Der wollte Leo eigentlich verschonen. Der wollte ihn wahrscheinlich als letztes holen. Wer denkt, dass Wind an ist? Ich sag's nur, weil da einer Pinpoint schießt. Danach kommen, meine ich, die Pfannenrunden nach dem hier. Geld. Ich habe 16 Schaden gemacht. Ja. Das war ein klasse Feuerwerk. Ich mach mal hier ein Gerät ab. Eventuell funktioniert dann alles besser. Nice Shot. Hat direkt beide umgenietet. Zack. Okay, diesmal hat es ein bisschen mehr Schaden gemacht. Ich schieße das auch nur, weil das ihn in den Cyclone ihn nicht verletzen kann. Immer dieser YouTuber-Fokus. Ihn genau verfehlt hat, ne? Ey, ich habe länger überlebt, als ich gedacht hätte.
Ready, Bombe! Ich gehe in den Krieg! Nein! Aua! Warum hast du den Cyclone am meisten verschont? Weil er wahrscheinlich der zweitniedrigste ist. Nochmal Ehrenbodi. Und mich hat er so lange leben lassen, weil ich der am Stream ist. Insta-Kill. Man kann ja leider nur so eine 4-Wort-Abkürzung machen. So, das Ding muss erst abbouncen. Das heißt, ich schaffe hier schon mal gar nichts. ...60 sollte reichen. Die Drohne sollte treffen. Ich habe es verfehlt. Und zwar um einen Millimeter. Die erste ist Team, danach ist alle gegen alle. Ja, das Spiel wollte, dass du dich selber abschießt. Manchmal muss man auf das Spiel hören. Das Spiel ist nett zu mir. Das wird funktionieren. Hat funktioniert. Als ob keiner davon trifft. Wenn ich könnte, würde ich den Clan im Übrigen umbenennen, dass er der Gamer Tiere Clan wäre, weil so heißt ja auch mein Discord Community Channel. Och, doch nicht auf den armen Leo. Nimm mich zuerst. Dark, es tut mir leid, aber das Spiel will es einfach. Ich habe nur einmal kurz nach rechts gedrückt und danach hat sich die Tastatur wieder ausgeschaltet. Ich weiß nicht, was das für ein Bug ist, den ich habe. Ich weiß nicht, warum Tastatur und Maus immer und immer wieder abkacken. Jedenfalls ist das ultra nervig. Mann! Ich wollte eine Disco-Kugel daneben schießen. Aber dann denkt sich Tastatur, nein, ich muss jetzt abschmieren und lass den jetzt komplett nach rechts fahren, ohne dass er was gegen machen kann. Mann! Oh, jetzt aber. Aua! Leo, nicht auf mich! Auf die! Die sind die Bösen! Aua! Der Bounce ist gut.
Bin tot. Du schaffst es schon. Ich glaub an dich. Du hast getroffen, dann bin ich gestorben. Schau on. Ich war schon davor nicht wichtig. Ich glaube an dich, Leo. Du wirst den Tag retten. Nein, nicht Leo. So, Leo, das wird deine Runde. Oh Gottes Willen, wir schießen alle gleichzeitig. Ich schieß das? Nee. Ich schieß das. Das sollte eigentlich treffen. So war es nicht geplant, aber es trifft. Ich hätte eigentlich geplant, dass es da irgendwie bei euch irgendwie hinlandet und nicht auf den Leo geht. Ja, danke, Spiel. Nini. Nicht auf den Arm, Leo. Gönn ihm doch mal seine Glücksrunde. Jetzt ist es aus mit euch. Was will ich überhaupt schießen? Jetzt ist es aus mit euch. Jetzt kommt mein Plünderer. Der keinen Schaden macht. Genau wie es geplant war. Die sind einfach alle in den Boden gewandert. Ich stehe hier gerade wie auf dem Präsentierteller. Oh. Oh! Nee, egal was ich schieße, es kommt zu mir zurück. Alles gut. Ja, ich darf hacken. Kniesterer. Das ist die dritte Stufe von der Waffe, die ich hasse. Weil die nie Schaden macht. Ich habe die Bewegungsphase verpennt. Flächenangriff. Bitte wander ganz nach rechts. Danke! Aua! Wie viel Pech muss man denn dafür haben?
Und tschüss. Leo, ich glaube an dich. Ich würde es dir gönnen. Dark gegen Leo, wer wird gewinnen? Ich hab Caps an. Wird schreiben. Du bist die Hoffnung, Leo. Dieser Bumerang, der flog super. Dieser Boomerang. Leo, einfach volle Kanone jetzt da hinten dran schießen. Hab nichts gesagt. Die Drohne macht keinen Schaden, wenn das Projektil vorher nicht die Bande berührt hat. Oh, ich bin doch schon tot, Dark. Alles ist gut, du musst mich nicht töten, ich bin tot. Und tschüss. GG. So, jetzt beginnen die Fun-Runden. So, wer will freiwillig mit mir in einem Team sein? Ich bin Experte im Ball versenken. Dark, du bist in meinem Team. Ja! Gott weiß, es ist im Übrigen bei dem Modus nicht so extrem, ne? Also, das schiebt den Ball nur so ein ganz kleines bisschen. Also, wir spielen jetzt noch die drei Runden Panzerball und danach ist Feierabend. Weil bei mir die Technik heute nicht so ganz will. Sonst hätten wir noch Vortex gemacht. Okay, der will bei sich unbedingt das Tor nach unten schießen. Ist eine schlaue Idee. Aber wenn wir jetzt den Berg dort kaputt machen, ist es nicht mehr so schlau. Dark hat den Ball! Nein! Ich wollte da ein bisschen breiter machen. Der ist drin! Leo kommt ganz nach mir.
Dadurch weiß man, dass du im Dusselclan bist. Beziehungsweise im Game of Tiere-Clan. Nur die Game of Tiere schießen ins eigene Tor. Volle Kanone drauf! Komm, hüpf nach links. Bitte. Dark? Weißt du, was du tun möchtest oder überlegst du noch? Ja? Nein. Ja? Ja! Ja! Wer hat das Tor gemacht? Ich glaube Leo. Nee, Dark! Nice Tor, Dark! Er versucht bei sich da hinten Löcher ohne Ende zu machen. Oh ja, ich darf wieder drauf schießen. Was schießen wir heute? Oh, ich weiß, was wir heute schießen. Achtung, der Ball wird jetzt eskalieren! Der wird jetzt richtig eskalieren. Die eigenen Spezialisten! Ich hab das Tor getroffen. Ich habe aber schon erwartet, dass er zumindest ein bisschen mehr hin und her fliegt und nicht instant in unserem Tor landet. Sie haben auch einen Eigentor-Spezialisten. Ja! Super Katze! Oh, danke, Dark. Du hast mitgeholfen. Das war ein Team-Tor. Also den rechne ich uns beiden jetzt mal an. Das war Teamwork. Ich habe den da hingeschossen und du hast nochmal korrigiert. Wie der Sipper halt den Ball halt null beeinflusst, ne? Bin ich traurig und gut zugleich. So, der fliegt. Der fliegt! Der fliegt immer noch! Und ist wieder hier unten. Hab ihn! Boah, der eskaliert ja richtig. Der weiß auch, wie man das Spiel spielt. Habe ich irgendwas zum Eskalieren? In der Theorie, ja. Ich habe getroffen. Ich bin halt wirklich der Eigentor-Spezialist. So, Leo, das ist dein Ball. Ich glaube nicht. Ich habe keine Maps-Zerstörer mehr. Warte mal, ich mach das so. Ich schieße da die Frösche rüber und die beeinflussen den so ein bisschen.
kann ich wenigstens auch ein bisschen da hinten die Map kaputt machen. Ja, das Gute ist, wenn das so weit runter geht, dass der einfach runterkullern kann, ne? Dann ist der instant drin. Komm, hoffentlich haben die auch einen Eigentor-Spezialisten. Ob die Hexe den Ball beeinflusst? Ein bisschen. Ich bin der beste Schütze weit und breit. Warte. Go! Ich schieße die Frösche jetzt nochmal dahin. In der, eventuell helfen sie dem Ball nochmal so ein kleines bisschen rüberzukommen. Nee, du musst auf den Boden zielen. Die könnten jetzt einfach alle Overcharge machen, das würde reichen. Die lassen den Ball nochmal eskalieren, ja! Komm! Eigentor-Spezialist, ja! Oh, jetzt steht er so gut! Dagt, warum hast du uns verraten? Wieso? Ich weiß, was ich mit diesem Ball mache. Ich habe eine Schreddergranate. Okay. Direkt ein Tor bei uns. Und ich habe mich zurückgebackt. So, ich arbeite jetzt mal hier nach unten. Ich habe nur geguckt, ob ich irgendwas Besseres dafür habe. Damit der Ball in so einer Kuhle ist. Ich könnte die Tontauben noch verwenden, um das nochmal ein bisschen weiter runter zu schieben. Damit man nicht instant draufschießen kann. Ich schieße die Tontauben. Ja? Ja, nice! Gott, wer hat's reingeschoben? Die müssen ein bisschen fliegen. So, mitten im Loch, direkt vom Loch. Vom Tor. Man könnte es als ein Torloch nutzen, auch ansehen. Weil es ist ja eigentlich so ein Black Hole, nur ein Grün und ein Rot. So, jetzt schieße ich mit drauf. Jetzt habe ich hier hinten genug gearbeitet. Nein, sie arbeiten gegen mich. Dark. Ich hatte hier so einen wunderschönen Erfolg gebaut. Warum nimmst du ihn mir weg?
Das Schöne ist, ich hab nichts, um das bei euch da hinten jetzt noch irgendwie kaputt zu machen. Tor! War, glaube ich, Leos Tor, oder? Nee, Fiers. Und meine springt natürlich genau drüber. Mann! Einfach doppelt genau drüber. Ein Zentimeter weiter unten und er wäre drin gewesen. Ich kann das bei euch doch ein bisschen runterschießen. Zumindest, wenn ich gut genug schieße. So, den Tom da oben runter. Nein, doch nicht. Ein bisschen stärker mit Zuckung. Ja, 20 habe ich da getroffen, wo ich jetzt gerade hingeschossen habe. Also bisher haben wir 3 Punkte. Läuft bisher gut. Ja! Vor allem, der ging... Du hast straight nach links geschossen, der ist straight nach rechts geflogen, genau aufs Tor. Das ist so nice. Diese, die Physik von diesem Ball, die ist so geil und scheiße zugleich. Ich hab doch ein bisschen runtergeschossen. So, viel mehr kann ich da hinten aber auch nicht arbeiten. Ist diese Drohne für diesen Modus wirklich so schön? Oh, ich darf! Der wird fliegen! Ich habe keine Ahnung, wo der landet. Nein, schon wieder genau drüber. Das kann doch nicht wahr sein. Wie viel Pech muss man dafür haben? Immer landet er genau an der Kante da drüber. Oh, Jackpot. Da arbeitet einer für uns. Oh. Ich bekomme noch mal eine Chance. Hier kommt mein Wasserbomben. Ejo. Ich will auch ein Goal. Komm. Ich habe euch so eine schöne Vorlage gegeben. Also wenn ihr jetzt keinen Punkt kriegt, dann läuft was falsch. Auch wenn ich auf euer Tor gezählt habe. Ich habe euch eine perfekte Vorlage aus Versehen gegeben. Ich hatte halt die Hoffnung, dass es nach rechts schleudert. Drin. Hier kommen meine Dornen. Ich hab dich nicht aufgehalten. Also diese Runde gewinnen wir, Leo.
Ich weiß es nicht, die Physik von diesem Ball ist halt so extrem merkwürdig. Alle ziehen straight auf den Ball. Ja, weil es halt auf dem Berg ist. Unseres hat so ein paar Löcher vor sich. Vor allem beim Querfeuer, wenn es so hin und her oben springt, dann trifft es halt euer als erstes. Nur ich triff da irgendwie nicht rein. So, eine Chance kriege ich noch. Ich schieße den Bach. Und zwar richtig gestreut. Ich habe nochmal versucht, ihn hochzupushen. So, letzte Runde. Okay. Das ist mit dem verbunden. Da will ich reinschießen. Spinne, los! Triff was, bitte! Komm, bitte! Bitte! Nein! Es kam eine sogar zurück. Weißt du was? Ich arbeite jetzt mit Randomness. Good luck, have fun! Hier kommen die Offiziere. Die treffen schon irgendwie. Die haben heute keinen Bock, nur auf mich. Ich hab's noch bekommen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich kann so kacke gerade treffen. Ich hoffe einfach mal, dass das mit dem verbunden ist. Und schieß den hier. Ja! Es ist mit dem verbunden. In dein Loch, Dark. In dein Loch. Und das Schöne ist, du kannst da nicht raus. Nein, du kannst doch da raus. Um Gottes Willen. Kam auf einmal eine Rakete. Die Rakete ist so geil. Die will ich auch haben. Leo! 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 Ich glaube an dich, Leo! Hä? Ach, das war ein Schneeball. Ich dachte, das wäre dieser komische Prankschuss. Du musst immer die Größen so miteinander vergleichen. Also, ich weiß jetzt nicht, aus welchen von den beiden das rauskommt. Aber ich glaube, der kommt aus dem linken. Nicht raus, sondern aus dem rechten. Ich glaube, der ist mit dem verbunden. Nee, andersrum. Oh, die Schale hat noch getroffen. Aua. Die Geschütze, die sind auch so stark. An so immensen Schaden. Ist immer schön. Also wenn man sie selber hat. Wenn ich könnte, würde ich dir ja meine Waffen geben, ne? Du weißt, dass der da rauskommt. Ich würde wenn versuchen, dass er von oben reinfällt. Dann fällt er nämlich genau auf ihn drauf.
Ist so mein Tipp, Leo. Oder zumindest so ein bisschen nach links dabei zielen. Das hätte ich gewusst. GG, Doug. Okay, das war doch eine interessante letzte Runde. Vortex kam doch noch dran. War auf jeden Fall ein schöner Abend. Euch beiden wünsche ich auch noch einen schönen Abend. So, jetzt noch mal gucken, ob der tägliche Siegesbonus heute sagt, ja, du kriegst hier ein paar Gears. Und ein Gear. Und was kam bei euch jetzt so raus? Das dürft ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was bei euch da so rauskommt. Ich wünsche euch allen jetzt noch einen schönen Abend und ich bin dann jetzt off. Schönen Abend noch!